Wir sehen jetzt einen UFC-Kampf im Halbschwergewicht. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Halbschwergewichtskampf geht. Beide Kämpfer sind fast gleich alt. Nur ein Jahr trennt beide. Und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Hier kommt Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Light Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record of 22 wins, 6 losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Boca Raton, Florida, Anthony Woodball Johnson. And now, a Muay Thai kickboxer holding a professional record of 1 win, 2 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 205 pounds. Dokkan the Rebel Saki! And when the action begins, our referee in charge of the Octagon is Mario Yamasaki. Mario Yamasaki, ist unser Ringrichter. In diesem Halbschwergewichtskampf hier in New York City. Der Kampf kann also beginnen, hier im Madison Square Garden in New York City. Der Punch sitzt. Er arbeitet zum Kopf. Schöne Kombination. Oh, er ist angeschlagen. Gut mit dem Jab. Ja. Gut gemacht. Er blockt den Schlag zum Kopf ab. Sehr schön, starke Kombination. Perfekte Linke. Oh, er scheint genommen zu sein. Ja, er steht wieder, aber ich glaube, er ist verletzt. Alles Strike. Oh, der Schlag hat gesessen. Der Jab geht ins Leere. Klasse Punch, da ist der Treffer. Zu offen in der Defensive, ja, das nutzt er natürlich. Guter Jab zum Kopf. Oh, oh, der Treffer zeigt Wirkung. Das war's, der Kampf ist vorbei. Das war wirklich eine gewaltige Linke, mit der er diesen Kampf für sich entschieden hat. Da wollte er den K.O. und er hat ihn sich geholt. Werfen wir jetzt einen Blick in die Wiederholung des Kampfes. Mit diesem Treffer kommt es da zu diesem Niederschlag. Sehen wir uns das nochmal aus diesem Winkel an. Hier ist der Sieger dieses heutigen Fights. Und was war das am Ende für ein toller K.O.? Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 1 minute 53 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, Dokkan the Rebel Saki. Ladies and gentlemen, der Sieger durch Knockout.